Das ist halt nicht so wirklich vom Vorteil fürs präzise Steuern. Waren die noch schlimmer? Ach du Scheiße. Hör auf, das ist ja schon zum Kotzen. Hier die Steuerung mit dem. Also auf Asphalt geht's. Aber hier auf Dirt. Ich weiß nicht, wieso das so krass einlenkt. Das ist ja auch nicht wirklich. Gut, ich will nicht so einen Realismus reden, wir spielen Trackmania. Das habe ich gemerkt, dass es hat damit nichts zu tun, nur. Nee! Bleibe ich an so einer verfickten Kiste da hängen, hey, komm. Ich war vorne. Weil ich nur ein bisschen nach links in die Kurve reinlenken wollte, folgt. Von der Straße mit ab in die Kiste, so. 90 Grad eingelenkt. Innerhalb von 10 Millisekunden. Aber ich schätze mal, man gewöhnt sich dann mit der Zeit. Dass man halt nicht lenken darf. Hier, da wieder. Weil das war sogar Holzstämme, war es nicht Kisten. Ach, ich war auch auf. War erst auf Silber kurzzeit, das ist ja. Schon mal kicken, wie es die Goldmedaille macht. Auf jeden Fall rechts halten hier. Ich weiß ja nicht, was für verschiedene Szenarien es hier noch gibt. Haben wir schon alle Szenarien gesehen? Also, es gibt ja glaube ich nur 4 verschiedene Autos. Also das erste habe ich ja gesehen. Zweites ist der Buggy. Dann kenne ich noch das Formula-Auto und dazwischen war noch eins? Weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Das gibt's doch nicht. Hier passt, oder? Auf der Seite. Nee, ich bin ja beim Stein immer noch. Wenn du ganz rechts bleibst auf der Strecke, geht's nicht. In der Mitte geht's auch nicht und ganz links auch nicht. Ich muss doch ein bisschen weiter rechts hier. Ja, fährt sich halt ähnlich wie das erste Auto, das ich hier gefahren bin. Hat schon ein bisschen mehr Grip. Fährt sich schon okay. Kannst aber trotzdem auch geil sliden mit denen. Also einfach als das hier. Ich halte halt immer die Taste hier auf WSAD irgendwie. Also die linke Hand. Wo fährt denn die Goldmedaille? Ganz rechts, gell? So in der Mitte müsste eigentlich passen. Aber wenn ich dann jump, komme ich auf einmal an Stein an. Ist ja klar. Da muss ich kurz Bremse nach rechts ziehen. Dann kannst du nicht mehr raus beschleunigen hier. Schade, dass du bei den, dass du Dezember oder Januar nicht so da warst hier im Dezember hier. Büro, da war ja total viel los hier. Haben wir mal zwischen 100 und 150 Zuschauer gehabt. Hätte mich gefreut, wenn du den Unterschied zu damals gesehen hättest. Weißt, dass sich das weiterentwickelt hat. Das Ganze. Also ich, mein Channel mit der Zeit. Das ist ja wieder so ein Game, was alle zocken. Da tue ich mich halt dann schon sehr schwer, Fuß zu fassen. Ist ja klar, aber drauf geschissen. Ich find's lustig. Und die ersten Zuschauer sind wieder da, von daher alles gut.
Na? Nee, sogar schlechter als. Machen wir jetzt nochmal, dann machen wir nächste Strecke. Hey, wer auch immer du bist, aber gemacht von Tille, grüß dich. Das hast du, glaube ich, richtig erkannt, ja. Nicht. Dann sage ich euch, ich kann mich so hinlegen, einfach pennen. Muss aber dann bald zur Arbeit, das ist sehr nervig. Was machst du eigentlich, Tille, so? Bist du auch am rumjobben oder möchte ich öfters online sehen, egal zu welcher Zeit? Oder bist du momentan zu Hause und Blödsinn machen? Schlauer Fuchs? Das ist eher eine nervige Warze. Ich meine. Ganz lieber Viewer, Kappa. Ich würde mir auch wünschen, wenn die Kamera mal gleich bleibt. Beim Sprung bist du vielleicht schon weiter rausgezoomt, da ist es ganz gut. Dass die Kamera so bleibt, dann ein bisschen nah ranzoomen, weit wegzoomen. Ich bin jetzt gewöhnt dran hier. Ja, das kannst du auch so, ja. Das kannst du auch so. Aber zum Überleben meine ich halt. Oder wirst du ausgehalten? Na? Ja, komm. Machen wir nächste Strecke, wo das ist. Passt, machen wir andermal Gold. Weiter geht's. Nächste. Mal neue Sachen sehen hier. Okay. Ich spreche aus Erfahrung, es ist schwierig, dich auszuhalten. Ja, pay attention. In your face. Oh, hier ist da vorne ein Looping. Ich muss rechts bleiben, irgendwie hier. Aber du. Die Strecke ist doch total gichtig. Keine Einsicht hier. Ich kann doch hier nicht rechts bleiben, wenn die Strecke nicht mehr da ist. Ich muss rechts runter und hier so. Ja, ja, so und dann. Ich sehe nichts, Mama Mia. Wow. Also geht's hauptsächlich um die eine Kurve am Anfang. Also die schaffst du dann, damit du dich hältst oder rechts. Weil da war ja Void the Center. Dann geht's eigentlich. Die Kurve musst du halt gescheit nehmen und dann hier aus der Mitte draußen bleiben. The fuck? Ja, passt doch.
Next Track. U-Turn? Ja. What? Was ist das? Wow. Das bezweifle ich. Das bezweifle ich, mein Freund. Okay. Ein U-Turn beim Boost, da muss ich doch sliden. Dachte ich, schaff's ohne sliden. Jetzt geht ja hier ein auch ganz normal fahren einfach. Aber mit musst du hier. Aber nicht zu früh, okay. Ja genau, auf jeden Fall. Kommt mal, wie man es betrachtet. Jede Strecke analysieren hier. Nochmal. Eieiei, ich muss nur herausfinden, wie man das am besten macht hier. Nochmal. Ich muss schon mal raus, wie ich mich da am besten slide und wie ich am besten die Tastatur halte. Also halte, ja, umdrehen auf dem Kopf am besten. Hier geht's nur noch Vollgas. Das hier ist halt dann. Ich bin zumindest verbessert. Ja, zum Glück ist das Spiel jetzt schon rausgekommen hier. Stand ja da so ein Countdown. Stand da bis heute Abend 20 Uhr, glaube ich. Und für die PS4 haben sie einige schon gestern gezockt. Die haben schon welche die Hardcopies gehabt. Und 0 Uhr wurde es für die PS4 schon freigeschaltet. Wow, nee, ich muss das in einer Tour schaffen, ohne nachzukollegen. So geschmeidig. Das Leiden. Vielleicht doch ein bisschen später sliden hier. Mal gucken, vielleicht hier von außen was nehmen. Jetzt erst sliden. Nee, das geht nicht. Dann nehme ich die Kurve von innen lieber und slide früher. Und es drängt mich sonst zu sehr nach außen. Ich muss so ein bisschen Auslauf haben. Keks braucht Auslauf. Kappa. Hier lieber. Schafft er das in einem Guss, der PC? Das geht hier auch nicht. Der verliert, komm, den hier. Soll ich? Komm, fahr mal vor, Alter, Gold. Schau, wo genau fängst du an zu sliden? Du fährst hier, rechts, hier. Ja, aber das so schnell bin ich doch gar nicht. Meinst du, das geht, Mate bei Tille? Wer auch immer du bist. Dieses Arcade-Sliding nicht. Und es ist hier wieder ganz anders, das Sliden. Auf dem Untergrund hier. Fast so ungefähr.
Nee, 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 warte mal. Oh Gott, Moment. Ich die Kurve schon richtig kennen und wissen. Also man wird nochmal ganz einfach, glaube ich, oder? Hier so, ein bisschen. Und dann hier das gleiche so. Aber der Pimmelfutzi hier, der ist immer schneller. Heißt denn, nutze den Goldjoker, dass ich automatisch Gold habe, bevor ich es gar nicht gefahren bin? Das ist doch voll cheaten. Machen sowas. Nee, 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 nee. Zu früh. Spät. Ja, nee, aber ich weiß nicht. Das war, glaube ich, nicht so gedacht. Ja, ja. Aber natürlich. Ja, dann. So war gut geslidet, aber. Der Abschluss war bescheiden. War extrem bescheiden. Das gibt's nicht mehr. Ich konzentriere mich schon nach vorne und sehe ich dann nicht, wo das Auto ist. ...1615 ungefähr. Maximal 1620. Wegen Arbeit. Das kann's nicht sein, ey. Beendete Kissen. Also ein gutes Stündchen noch. Es wird immer schwierig unter der Woche mit Arbeit, mit allem. Leider. Würde schon mehr zocken wollen. 3 bis 4 Stunden am Tag. Finde ich, ist für ein Spiel schon sehr, sehr wenig. Nee, jetzt fahre ich in das dumme Hubschrauber rein hier. Alles klar, merci. Merci, Xenta. Bis später. Bring mir was Schönes mit. Du kennst ja meine favorisierten Schokoladendinger. Welche früher immer auch beim Keyboard lagen. Gibt's noch nicht. Er lenkt dann nicht mehr, wenn er aus dem Sliden rauskommt direkt. Keine Ahnung, ich blockiere mich immer selbst, glaube ich. Mal. Ich will die Kurve schon perfekt schaffen. Ist bestimmt ganz easy. Mal die erste nehme ich so, korrigiere kurz nach. Die zweite muss ich auch eng nehmen, aber die geht. Ich glaube, die geht steiler, deswegen reagiert er anders. Mal schnell schauen hier. Ihr seht schon, ich hab irgendwie eine Slide-Phobie. Ekelhaft. Jetzt hier.
Lenk, 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 Lenk. Yes. Oh mein Gott. Ich gezittert, aber ich hab gedrückt wie so ein Psycho. Nicht ver... Oida, ich hab einmal... Achso, stimmt, einige Tasten gehen bei mir auch nicht mehr richtig. Steuerung ist, glaube ich, schon kaputt. Ne, Shift ist kaputt doch. Aber brauche ich das zum Glück nicht. Ja, voll Glück gehabt hier. Was ist das? Oh, das ist so... Three laps to go, das ist das Ende dieser Runde hier. Natürlich am Ende mit so einem blöden Offroad-Dreck. Naja, da wird irgendeine Medaille reichen, ob solche durchkommt. Das ist echt krass mit der Steuerung hier, wie hakelig die ist. Auf diesem Offroad-Kack. Wow. Was gemacht? Sehr schwierig da. Schwierig das zu kontrollieren, das Auto da. Ohne Scheiß. Also, Wahnsinn. Wow. Benny, grüß dich. Schön, dass du da bist. Willkommen. Wie geht's deiner OP-Wunde? Nichts mehr von da, wunderbar. Kannst du normal wieder Kopfhörer aufsetzen und alles? Fühlt sich's noch komisch an? Ich kann hier. Du kannst hier nicht so präzise lenken, komm schon. Soll ich denn da so hügelig da? Wow. Könntest du schon immer, okay. Das freut mich. Ja, keine Ahnung, ich mach's nur mit Controller, das nervt mich gerade hier. Der Controller ist nicht angenommen, oder? Weil er ausgegangen ist. Und der Gitas. Sonst bist du so blöd hier mit dem. Ich weiß nicht, ob ich jetzt leiden kann oder nicht mit dem. Das Blöde da. Wie fies halt. Du kannst mit dem Buggy eigentlich überhaupt nicht wirklich steuern oder gerade halten und dann machen sie so enge Kurven hier. Das ist schon ekelhaft. Das ist schon fies. Nein, das ist doch wieder so für ins Gesicht. Was ich probieren könnte am Controller, wenn es mit dem Trigger nicht geht und ich bremsen muss, dann
dass ich vielleicht die Taste benutze. Weiß gar nicht, ich glaube A oder X ist bremsen. Stimmt, deswegen sitzt du ja vor dem PC, Benny. Nicht hinter dem PC, ist ja klar. Alles klar, bis gleich, Benny. Zumindest Silber. Doch, mal Strecken so fahren, mal mit Controller, mal mit Keyboard, ich weiß nicht, das ist halt, mal ist das besser, mal das andere besser. Aber trotzdem nicht jede Runde wie die andere, weil ich immer wieder anders die Kurve nehme. Aber ich glaube, mit ein bisschen Übung 100 Mal die Runde fahren, dann geht's, schaffe ich vielleicht Bronze. Das meine ich jetzt, schon wieder vorbei. Mal hier fokussieren, du Penner. Jetzt hat. Schade. Aber ich glaube, Silber passt auf. Ich meine, Bronze passt auf. Ist immer die gleiche Kurve so. Im Ansatz immer so ein bisschen nach links und gut ist. Das war's dann. Einfach zwei Linkskurven und fertig, aber. Schwieriger als man denkt. Du kommst jedes Mal anders auf nach dem Sprung. Du springst doch nicht immer wieder zack von der gleichen Stelle ab. Mich juckt's gerade in der Nase. Ja, dich zurückjuckt. Wow, nicht so viel lenken, das ist. Ich bin bis jetzt noch nicht über diesen Stein, auf einmal, wenn feinen Lab fliege ich über den Stein da.
Very, very strange, my friends. Wasser. Heftig, was verschiedene Variationen haben, die man hier macht. Three laps to go. Wow, 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 wow. Ist aber schon darauf ausgelegt, dass man es immer wieder probiert, oder? Oder gibt es Leute, die fahren immer Gold zum ersten Mal? Gut, gibt es bestimmt noch solche Leute. Ich habe von einigen von euch gehört, dass sie 600 plus Stunden Trackmania das alte haben. Ich hab dann da schon ein bisschen Skill mitnehmen können. Ich kann das auch irgendwann sagen, dass ich ein paar Stunden Erfahrung habe. Ich nur hier so ein bisschen umgegichte. Ah, das ist jetzt hier keine Erfahrung, was ich sammle. Ich gichte halt hier rum. Fertig. Mehr mache ich auch nicht. Ein bisschen Erfahrung werde ich jetzt sammeln, aber das ist ja nichts Scheiße, was ich mache. Ja, komm. Und dann in der dritten Runde ist dann dieser dumme Stein hier. Sehr, sehr bescheiden. Jede Kurve, also jede Runde nur so gemütlich laufen würde. Manchmal denke ich einfach zu viel nach. Manchmal denke ich einfach über was anderes nach und mache einfach. Und dann geht es am einfachsten. Ja. Obwohl nachdenken nicht meine große Stärke ist. Na, wo ist dieser schöne Stein, den ich immer treffe in der Final Lab? Der ist doch hier irgendwo. Ja, genau, letzte Runde. VR Gaming Live, grüß dich. Mahlzeit. Mahlzeit. Das ist doch. Finny, servus, schön, dass du da bist. Hier aufschaukeln schwierig, jetzt hole ich mich gleich wieder selbst und dann zack Jumperino. Bei Mario Kart hatte ich erst gecheckt nach langer Spielzeit, dass jede Runde mehr so Fallen auf dich warten. Das ist ja hier nicht, ist immer gleich, glaube ich, obwohl ich in der dritten Runde immer mehr Steine sehe als in der ersten. Ja, das passt dann. Komm. Selber ist okay. Reicht mir. Ich zufrieden.
Moin, Gräste. Moin, Gräste. Warte mal, schauen wir mal kurz. Title habe ich, glaube ich, da hingeschrieben. Title. Ja, bitteschön. Auf der Plattform. Und ich wechsle hin und her zwischen 360-Controller und Tastatur. Ja, Bartolemo, servus, schön, dass du da bist, willkommen. Zu Deutsch, PC, Personalcomputer. Ja, das habe ich nur so doof ausgeschrieben, weil PC ist ja klar. Dann wirkt der Titel länger. Obwohl der PC jetzt auch nicht deutsch ist. Oh, in russischer Sprache? Nee, jetzt komm, hast du jetzt extra nur 7 Euro ausgegeben anstatt 20 oder so? Oder 15, naja, komm. Ist ja nicht schön, ist ja nicht schön sowas. So, mal gucken. Wow, 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 dieses links-rechts Geflicke hier ist heftig. Njong. Okay, kannst du mal bloß deine Grafik zeigen? Ich bekomm's nicht mehr. Ich muss jetzt da komplett rausgehen. Also ich habe einfach auf sehr schön alles gestellt. Ich will jetzt nicht aus dem Spiel rausgehen. Und im Spiel kann ich es jetzt nicht zeigen. Auf sehr schöne gestellt und FXAA angemacht. Mehr habe ich da nicht geändert. Die zwei Sachen. Sehr schön und FXAA angemacht. Fertig. Und dann spiele ich halt im Vollbildfenster und habe da manuell 1920x1080 eingetragen. Ja. Ich bekomm's aber noch nicht gebacken ohne Wasserflackern und Bugs. Wie wirkt sich denn das aus? Was treibst du denn da? Bilby! Alte Dreckschleuder, Gräste! Wow, wow, wow! Maximale Filterung. 1. Meinst du V-Sync? Bilder? 1. Habe ich gemacht. Wow, einmal Aufschlag ganz vergessen. Schwarze Kanten auflackern, okay. Hast du denn den neuesten Graka-Treiber drauf? Ach so, antisotropisch habe ich 16-fach. Also nicht das 16 plus, sondern das normale 16-fach. Du meinst antisotropischen Filter, ja, okay, ja, da habe ich 16-fach. Yes! Impressive. Schön, das war gut.
Der war jetzt echt geil. Ja, echt die Idee. Stimmt, das Auto ist noch vor dem Formel-Auto. Das ist saugeil. Also das Auto gefällt mir eigentlich. Das erste ist cool. Das Buggy ist beschissene Scheiße, ekelhaft zu steuern, sehr, sehr gichtig und behindert. Sorry, aber es ist einfach nur Dreck. Drecksteuerung hat das Buggy-Ding. Auf dem Asphalt okay, aber Buggy ist ja dafür gemacht, dass es auf Dirt fahren kann. Soll auf Schmutz und da ist die Lenkung echt unter aller Sau. Und das ist okay hier. Das ist, glaube ich, auch okay. Das Formel-Auto ist, glaube ich, noch besser vom Grip her, aber Buggy. Ich hoffe, es kommen nicht so viele Strecken mehr mit Buggy. Wow, 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 wow. Alter. Kurz vorm Ziel da weggewurschtelt. Aber ich freue mich. Es sind 200 vorgegebene Strecken. Super. Hier ein bisschen fahren. Und freue mich auf Multiplayer mit euch, wenn ihr Bock habt. So einen schönen Raum eröffnen und dann alle reinlassen. Klingt pervers, aber alle reinlassen und dann fahren wir auf die Zeiten. Ich wüsste jetzt zwar nicht, dass jemand schlechter fahren. Wow, Gold geschafft hier. Nicht schwammig, zu hakelig. Schwammig ist vielleicht das falsche Wort. Zu hakelig. Auf Dirt, wenn du einlenkst, sagen wir mal so, wenn du das Buggy normal fährst auf der Straße, lenkst du mit einmal so ein bisschen ein, zweimal, dreimal, viermal, fast vier Stufen gibt es in der Richtung. Wenn du auf Dirt fährst, macht er gleich so. Also lenkt er fast komplett ein. Also richtig hakelig. Also dass die Sensitivität der Steuerung ändert sich auf den Belag. Und das ist nicht schön. Habe ich jetzt Gold oder nicht? Weiß ich gar nicht. Achso, doch, hab doch Gold. Gar nicht gecheckt hier. Dann machen wir weiter. Es war aber kein schönes Gold. Könnte ich noch besser hinkriegen, aber noch ein paar Strecken sehen hier. Auf geht's. Hat schon überlegt, was mache ich? Mache ich jetzt Factorio? Baue ich weiter Fabrik da? Oder fahre ich Trackmania? Auch voll Bock drauf. Boah, verdammt. Nur 3 Stunden Zeitgags. Was machst du? Bei mehr Zeit könnte ich ja beides machen. Ich habe mich dann für das entschieden, wie ihr offensichtlich seht. Dann habe ich noch geschaut wegen ArcPatch. ArcPatch soll ja 227 kommen. Sollte gestern kommen, am 23. März. Aber ja, ne? Kennst ja alles mit dem Patch ankündigen da. Yes, GG, hey. Wow, Motherflower. Jawoll. Ich habe aber jetzt mehr Zeit. Ist es jetzt gut oder schlecht? Das gilt es noch herauszufinden. Pikachu, servus, grüß dich. Willkommen. Jawoll. Den Dreckmeister habe ich besiegt hier. Ich glaube, das erste Mal sowas, gell? Ihr habt mir ja gesagt, dass es so eine Medaille nach Gold gibt. Das heißt, ich habe das Spiel durchgeschafft. Oh, das war hier die erste Kurve im Sand. Wegen der ersten Kurve habe ich das hier gehasst. Impressive.
Impressive heißt es hier nicht. Impressive. Ich weiß ja, dass die verschiedenen Bodenbelege sich anders auswirken beim Autofahren. Ich fahre ja normal Simulation, aber das ist so ekelhaft manchmal auswirkt bei Arcade. Wow, 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 wow. Das weiß ich gar nicht hier. Dextrax. Grüß dich, servus. Ich habe das nur bei GameStar gesehen, als sie das Spiel getestet haben, dass es da so eine Möglichkeit gibt, dass zwei Leute in einem Auto fahren. Ich habe das Spiel erst eben installiert und kann dir gar nicht sagen. Ich habe das Einzige, was ich gespielt habe, ist Kampagne. Um Multiplayer habe ich mich jetzt nicht gekümmert. Ich wollte erstmal die Strecken so fahren, damit ich sehe, was so gibt und was so geht. Na, ah, bin mal wieder hier mit dem. Wird mir etwas hakelig hier beim. Mit dem Teil. Guckst du nicht? Itchy, ein Scratchy oder was? Itchy? Ist eins. Hat immer dieses. Teil da. Achso, hast du auch gesehen das Video? Also ich schätze mal, keine Ahnung, ob es Sinn macht über Internet mit dem Delay. Ekelhaft zu steuern hier das Auto. Aber kann man bestimmt irgendwie probieren oder nachlesen. Würde ich sagen. Mal Google fragen. Das gibt's nicht. Also die Kurve ist sowas von bescheiden. Gleich am Anfang hier. Gleich am Anfang hier ist es schon. Wurde die Strecke schon fast entschieden hier. Nein! Oh, wichtig immer. Wenn es dich einmal raushaut, dann stockt das Auto so auf und dann kannst du schwer wieder nachkorrigieren. Generell nachkorrigieren ist fast tödlich. Du musst ja halt genau wissen, wie viel du lenken musst oder nicht. Und dann dieses ekelhafte Lenken sofort. Warhaus ist eins, okay. You can do this. I try to. Wow. Mal umsetzen hier. Falscher Fuß hier. Ich bin mit falschem Fuß aufgestanden. Ich sitze auch mit dem falschen Fuß. Kennt ihr das, wenn ihr so komisch sitzt und dann alle halbe Stunde mal Fuß wechseln müsst? Uiuiui. Ich weiß, der Goldene fährt die andere Seite, aber ich weiß nicht. Ich finde sie etwas interessanter. Auf der Außenbahn würde ich die jetzt nennen einfach. Ah, oh, oh. Seht ihr, dann wisst ihr, was ich meine. Itchy go hier. Itchy scratchy go. Komm schon, komm schon, komm schon. Das machen wir jetzt. Mach mal. Außenbahn nehmen, nicht zu viel lenken, zurücklenken. Und, ey, das ist halt dieses Wegrutschen. Doch Innenbahn probieren, oder? Zu viel, wieder zu viel nachkorrigiert. Also, lass mich mal schauen, wo ich am besten einlenke. Schon hier direkt schon vorher.
und zurücklenke. Und wieder rechts, wieder. Das. Sehr wichtig, euch sage ich es, aber nur euch sage ich es. Sag's bitte nicht weiter.